So Leute, da bin ich wieder, euer lieber Zong, wieder am Stüssel mit dem lieben Karma, Hutus. So, wir sind hier bei der letzten Vorbereitungsmission, und zwar jetzt die Luftverteidigung. Jetzt müssen wir zum Manchiliet fahren und ein paar Abwehrgeschütze den Erdboden gleich machen, und dann sind wir hier durch. So, Karma, schon ist bereit. Perfekt. Gut. Und los geht's. Gut, dann kommen wir schnell mal in den Wagen rein. Gut, wir machen hier wieder Fahrt überspringen, wenn es geht. Gut, los. Also das einzigste Schwierige bei dieser Mission ist für viele immer das Fliegen der Voltol. Oder so heißt die, ne? Voltol. Ich weiß auch nicht genau, wir müssen Woll, ich weiß nicht genau, ich hab Wolltoll. Ja, also auf jeden Fall, viele haben damit immer ziemliche Schwierigkeit, diese Abwehrgeschütze zu treffen. Mir haben schon Leute erzählt, die saßen da irgendwie ein paar Stunden dran, haben es nie geschafft, weil sie entweder immer abgestürzt sind oder keine Ahnung was. Also das mit den Bomben erkläre ich euch gleich, wie das funktioniert, aber die Mission ist wirklich easy. Okay, los, schnell rein. So, also ich jetzt als Pilot habe hier eigentlich die meisten Möglichkeiten. Also ich fliege, wie gesagt, ich werfe die Bomben. Der Karma hat hinten im Eck so ein kleines Geschütz. Er kann wechseln zwischen der unteren Kanone und ich glaube der oberen oder der hinteren. Ich weiß nicht genau wie. Auf jeden Fall, der Karma kann jetzt in dem Fall eigentlich fast nichts machen. Also hier der Pilot muss was die meisten machen, so hier die Bomben. Nehmt auf keinen Fall diese Perspektive, weil diese Perspektive ist einfach nur richtig schwul, weil so trefft ihr gar nichts. Das ist einfach nur scheiße so. Fliegt wie gesagt so. Okay. Ihr müsst auch immer ein bisschen vorher schießen, also ihr müsst hier immer ein bisschen vor den Bomben schießen. Jetzt circa, und ihr müsst auch nur kurz einmal A gedrückt halten, weil dann einfach wieder loslassen. Danach schießen quasi alle Bomben von dieser Streuladung quasi. Und jetzt wieder sogar ab hier. Also das müsst ihr einfach auch für euch ein bisschen selber rausfinden, wann ihr es am besten macht, aber die Mission ist wirklich, also wenn man das kann, mit Bomben umgehen kann, ist das Ding in 2 Minuten erledigt. Wieder ein Geschütz. So. Und dann hier oben noch eins. Treffe ich das? Ah ja, perfekt, hätte ich gedacht. Das Radio. Ah, das wird jetzt knapp werden, das schaffe ich, denke ich. So.
So, da war es noch mal einer. So. Ah ja, was anderes. Und diese Mission könnte übrigens auch auf schwer starten. Nämlich hier kann eigentlich keiner sterben. Und wenn jemand stirbt, ist die Mission eher am Arsch, weil es entweder abgestürzt oder irgendwas halt. Und dann kriegt man hier quasi für 5 Minuten Arbeit $45.000, glaube ich, oder 47.000. Ich weiß nicht genau wie viel. Auf jeden Fall, das war schon die Vorbereitung. Wie gesagt, wenn man es kann, dann ist das hier alles eigentlich alles kein Problem hier. So, kurz landen und fertig. You did good. Very good. Thank you. I brought them in. They're my contacts, like I said. I thought you said you never met them. I never met some of them. Don't worry. Haven't you caused enough trouble? Okay, can I get a status report, Mr. Crest? Not good. We calmed things down, but if Avon's gonna be stopped once and for all, we have to shut off Clifford's connection. Where is Avon? Where is Clifford? Can't we just unplug it? It doesn't work quite like that. But with it not being 1987, I'm trying to find him. It's gone dark. But when I have a lead, I'll be in touch. Thank you. All right, people, stay alert. Okay, gut, jetzt ist die Mission zu Ende. So, dann bin ich an der Stelle auch mal raus. Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder beim Finale wieder. Dann würde ich jetzt sagen, Tschüsschen mit Küsschen.